Hallo! Als erstes möchte ich mich heute bedanken, und zwar für alle meine Abonnenten und die ganzen Leute, die mir so wahnsinnig liebe E-Mails schreiben oder Kommentare. Wirklich vielen, vielen Dank, ich freue mich immer sehr darüber. Danke! Und dann wollte ich noch sagen, dass mein Make-up-Sammlung-Video, was sich einige gewünscht haben, noch kommen wird. Das kommt hundertprozentig noch. Ich habe das sogar schon mal gedreht, nur war das dann so lange, dass es, glaube ich, für YouTube 4 oder 5 Teile gebraucht hätte. Und ich dachte dann, lieber nicht, ich drehe es nochmal neu. Und ich werde es nochmal drehen. Ich weiß nur noch nicht genau, ob ich dazu komme. Und es kommt auch noch mein Nageldesign-Video mit diesen Pink-Weiß-Zebrastreifen. Das kommt auch noch. Ich habe momentan ein bisschen Stress mit den Prüfungen und so und da nicht unbedingt so die Zeit für die ganzen Nageldesigns, aber es kommt. Es wird kommen, versprochen. Die nächsten Wochen, irgendwann werde ich schon dazu kommen, das zu machen. Wie ihr seht, ich habe momentan auch nicht wirklich Special Nails. Die sind jetzt einfach nur so mit dem Into the Ocean Lack voll gedingst, voll gemalt. Und der Lack ist so schön, dass er auch so wirklich wunderschön aussieht. Und ihr wisst schon, mit der Schule und so ist es momentan wirklich stressig. Ja. Was ich euch heute eigentlich zeigen wollte, war, was ich von Dr. Hauschka bekommen habe. Also ich habe mir ja so Proben bestellt. Also ich habe gefragt, ob mir die da was schicken können, weil ich nämlich wirklich Interesse dran hatte. Weil das ist Naturkosmetik und jetzt, ich habe nicht wirklich die Erfahrung mit der Naturkosmetik gemacht, nur eben mit Alverde. Und Alverde fand ich ja richtig, richtig mies. Und jetzt haben wir die das zugeschickt und zwar in so einer Dose. Und wenn man das aufmacht, sieht das so aus. Aber mit dem Blick. So, da sind so kleine Pröbchen drinnen. Und so ein Brief, so ein Brief. So ein Heftchen halt dabei, wo das alles beschrieben steht, bla bla bla. Ja, ihr wisst schon. Und ich blende euch jetzt mal ein Foto ein, wie das am Anfang ausgesehen hat. Also, bevor ich es benutzt habe. Weil, ja, ich wollte natürlich auch ein bisschen austesten, bevor ich jetzt was drüber erzähle. Weil wenn ich es euch nur zeige, hat es nicht viel Sinn, weil bestellen kann man sich das ja schnell mal, aber ja. Also, es ist drinnen so eine Gesichtswaschcreme. Die habe ich ausprobiert. Ich habe sie zweimal verwendet, aber jetzt will ich sie irgendwie eher nicht mehr verwenden. Weil sie ist ja so braun und sie hat so feine Körnchen drinnen. Das stört mich jetzt nicht, das finde ich gut, hat auch einen leichten Peeling-Effekt. Das Problem ist nur, dass sie wahnsinnig ungut riecht und der Geruch geht mal gar nicht. Also ich bin wirklich nicht so wirklich geruchsempfindlich oder so, aber das geht gar nicht. Bin wirklich schlecht davon geworden. Dann ist da so eine, ich glaube Reinigungsmilch, ja Reinigungsmilch drinnen. Mit der bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das ist das Produkt, wo ich überlege, ob ich es mir bestellen soll. Reinigt wirklich gut, ist angenehm auf der Haut, macht die Haut weich, habe ich jetzt so den Eindruck bis jetzt. Und ja, und die riecht doch nicht so komisch. Ich meine, ist klar, dass Naturkosmetik jetzt nicht, was Gott wie parfümiert ist und so. Aber die riecht eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Dann das Tonic. Augenblick. Das Tonic. Fand ich auch ganz okay. Ob ich das bestelle, überlege ich auch schon. Also das war auch ganz gut. Und dann die Gesichtsmilch. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe noch nie in meinem Leben Gesichtsmilch verwendet. Und ich habe jetzt immer so 3 Produkte oder so auf einmal verwendet, aber gleich 4 auf einmal war mir zu viel. Ich werde die Gesichtsmilch noch verwenden. Ich werde es noch nicht verwenden. Und dann kann ich euch das ja mal in einem Video kurz berichten, wie sie war. Dann diese Tagescreme oder Gesichtscreme, eine normale Gesichtscreme, die habe ich schon ziemlich oft gebraucht, wie ihr seht. Also mit der war ich auch sehr zufrieden. Es lässt sich nachher wahnsinnig gut Make-up auftragen darüber. Und sie riecht auch nicht so schlecht. Ich meine, es hat natürlich auch diesen eigenen Dr. Hauschka-Geruch, aber sie riecht nicht schlecht. Und das ist das dritte Produkt, was ich eigentlich schon gerne hätte. Also, ich bin eigentlich wirklich kein Fan von Cremen. Alle sagen immer, ja, unbedingt Creme und das Make-up und so. Ich mag das irgendwie nicht so. Aber die hat mich jetzt schon überzeugt, muss ich sagen. Also, die ist schon ganz nett. Und dann ist noch so eine Rosencreme dabei. Ja, natürlich lässt sich auch über diese Creme gut Make-up auftragen, aber da ist wieder der Geruch das Problem, der geht mal gar nicht. Ich habe das wirklich aufgetragen und ich habe es mal wieder runtergewaschen, weil ich nicht wollte, dass ich so aus dem Haus gehe und dann auf diesen komischen Zeug rieche. Also, der Geruch geht gar nicht. Also ich finde echt eben die Reinigungsmilch, das Tonic und die Gesichtscreme wirklich gut. Die anderen Sachen, die da drinnen waren, mal eben nicht so nach Fall. Aber das ist halt jetzt auch wieder Geschmackssache. Und jeder empfindet die Gerüche natürlich anders.
Und ja, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr positiv überrascht von den Produkten. Also jetzt zumindest von den drei. Und das finde ich auch wirklich toll von Dr. Hauschka, dass die jetzt solche Proben eben versenden, weil dann weiß man auch, ja, das mag ich nicht. Und ich meine, wenn ich mir zum Beispiel die Waschcreme bestellt hätte und dann hätte ich sie nie benutzt, weil ich den Geruch so widerlich finde, dann hätte ich wahrscheinlich nie wieder was bestellt. Und so weiß ich, ja, die drei Sachen gefallen mir, die sagen mir zu, die kann ich mir bestellen. Und ja, das finde ich einfach viel besser so. Weil ich habe auch schon ein paar anderen Firmen geschrieben, ob die mir vielleicht das zuschicken können und die sagten dann, nein, ich soll mich da mal wo beraten lassen und bla bla bla. Aber ich muss sagen, ich war wirklich schon in ein paar Geschäften und habe zum Beispiel gefragt, ob ich Proben von solchen Sachen kriegen kann. Ich meine, ich werde es nochmal probieren, aber die in Wien irgendwie habe ich da nie wirklich viel rausnehmen können. Und selbst wenn man irgendwelche Parfümerien und so generell reingeht, immer wenn man sagt, man möchte bitte eine Probe von was haben, denken die, man nutzt die Proben nur voll aus und so, dabei möchte man das ja wirklich nur austesten. Also bei mir ist das jedenfalls so. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich viele Leute, vor allem jetzt so jüngere 11-, 12-Jährige, ich war ja früher auch so, einfach hingehen, weil sie kein Geld für Parfums ausgeben wollen und sich da immer Proben holen. Aber ich mag das ja wirklich für mich selbst, weil mich das einfach interessiert, wenn man hier wirklich mal was davon kaufen will, nur eben nicht irgendwas, was mir da nicht zusagt. Deshalb, wenn ihr auch Interesse habt, schreibt einfach mal hin. Die werden euch dann was zuschicken. Das geht ganz gut. Ja. Nein, ich habe mir schon einige Videos über diese Dr. Hauschka Proben angesehen. Ich glaube, die schicken mir auch jedem was anderes zu. Aber Hauptsache, sie schicken was zu. Das finde ich wirklich ein tolles Angebot. Und ja, sehr nette Firma. Ja, vielleicht habt ihr auch was von Dr. Hauschka ausprobiert und dann könnt ihr mir das jetzt runterschreiben, würde mich interessieren. Vielleicht habt ihr auch was anderes als Probe bekommen oder euch schon mal was bestellt. Habe ich auch gehört, dass die Kajalstifte sehr gut sind sollen. Hat die wer von euch? Wie sind sie? Ja, freue mich über Kommentare. Und dann wollte ich euch noch schnell einen Esstipp geben. Ich weiß, das passt jetzt gar nicht dazu, aber diesen Esstipp wollte ich euch einfach geben und zwar diese Kinderpicolinis. Die hat meine Oma letztens mitgebracht. Und sie sind so göttlich, weil die waren uns verbilligt. Und das sind so kleine Pizzadinger. Piccolinis kennt wahrscheinlich eh jeder. Mit Nudeln drauf. Und ich meine, Pizza ist ja schon mal saugeil. Und Nudeln, ich liebe Nudeln. Und dann Pizza mit Nudeln. Das finde ich richtig cool. Und das kann man auch schnell jetzt mal so als kleines Snack zwischendurch machen. Alle Mini-Backofen geht das ziemlich schnell, weil die sind nicht so groß oder so. Und ja, und das kann man auch gut portionieren, also es sind nur 9 Stück, glaube ich, drin, pro Packung, ja, 9 Stück. Und da ist sogar ein Europapark-Gewinnspiel dabei. Für alle Europapark-Freaks, wie ich. Ja, also um das geht jetzt gar nicht, es geht um das, dass ich die Idee von den Dingern voll cool finde und dass das wirklich sich geil schmecken. Und deshalb dieser Esstipp. Ja. Na, dann war es eigentlich auch schon wieder für heute. Und danke nochmal an meine Abonnenten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Also bis bald. Tschüss.